Hallihallo und willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, dieses Mal machen wir die boolschen Werte und if und else und true und so Sachen. Das Potenzieren lasse ich jetzt mal raus. Das ist ziemlich schwer und ja, könnt ihr von mir aus als Übung machen. Das ist nicht ganz einfach, wie gesagt. Gut, aber als Übung, denke ich, taugt das was. So, also fangen wir an mit den boolschen Werten. Da hat man nämlich true. Upsala. True und false. So. Und die lassen sich auch im Lambda-Kalkül darstellen, nämlich einfach mit Lambda true Punkt Lambda, upsala, na, Lambda false Punkt true. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie so an, als hätte man sich das aus den Fingern gesaugt. Das ist auch tatsächlich ein bisschen so. Aber man kann damit die Sachen machen, die man mit true und false gerne machen möchte. Und deswegen funktioniert es auch. So, hier haben wir einfach dann Lambda true Punkt Lambda false Punkt false, logischerweise. Also F steht für false, true oder T steht für true. So. Ja, jetzt wird es nämlich ganz witzig. If then else wird tatsächlich zu, also wir haben if then else, exe, ja genau, wird einfach zu Lambda x Punkt x, das ist die Identität, ja. Also das heißt, wenn wir eine If-Schleife programmieren wollen mit boolschen Werten, dann haben wir einfach eine Identität. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel if true, then x, else y haben, also if true, then x, else y, ja, dann haben wir im Prinzip hier stehen, ich schreibe es gerade mal hin. If, also Lambda x Punkt x, mache eine Klammer drum, dann true, das ist der Wert hier, auch mit einer Klammer. If true, then x else y. Also x und y sind dann die Parameter. Und wenn wir das Ganze reduzieren, dann kommt hier einfach für, ja, wird zuerst reduziert mal. Und ich mache jetzt mal hier die Normalreihenfolge. Also haben wir als allererstes mal, wir fangen links außen an, also reduzieren wir dieses Lambda x Punkt x auf Lambda true Punkt Lambda false Punkt t. So, das heißt, hier steht im Endeffekt nur noch das hier. Und das lässt sich natürlich noch weiter reduzieren. Wenn wir hier für true x einsetzen und für false y, dann steht hier für true, ich mache es mal ein bisschen kurz, so. Und dann setzen wir noch für Lambda f, also für die Variable f setzen wir y ein. Naja, wir haben aber kein y hier drin. Das heißt, hier steht einfach nur noch x. Weil wenn wir was reduzieren, also wenn wir hier irgendwo f einsetzen würden, also y in f einsetzen würden, dann fällt ja das Lambda f hier weg und hier hinten haben wir kein f, das heißt, da passiert gar nichts. Okay, so. Ja, damit können wir dann natürlich Schleifen schreiben. Also hier steht dann eine Funktion, die irgendwas macht. Okay, so. Das war jetzt als Beispiel gedacht. Jetzt machen wir mal diese und-Operation. Also A und B. Ja? Das ist ja genau dasselbe, wie wenn wir sagen, if A, then B, else false. Wenn A wahr ist, dann ist auch B wahr. Und ansonsten false. Denn wenn wir das jetzt hier einsetzen, ich zeige es euch gerade mal, dann steht hier nichts anderes wie wenn x.x, also if then else ist ja immer noch x.x hier. Ich mache hier eine Klammer drumherum. So. Sage if A, also wenn A wahr ist, dann ist B wahr, also dann gehe ich in B
Und der Else-Block ist ein False, also dieses False hier oben. So. Und jetzt reduziere ich das hier alles. Naja, wenn ich hier, ich kopiere das alles gerade mal. Wenn ich hier Lambda x.x a einsetze in Lambda x.x, dann steht hier einfach nur a. Und ja, dann steht hier a, b, und dann hier steht hier false. Das Problem daran ist, dass wir hier für a und b noch keine Werte haben. Sagen wir einfach mal true und true. Ja, alles andere wird ohnehin false. Also sagen wir hier erstmal true. Und dann sagen wir hier auch true. Sonst kommt hier false raus. Das wollen wir jetzt gerade mal kurz nicht haben. Das mache ich mal eine neue Zeile. Es ist ja einfach sich nicht mehr gleich. Ja. Und dann reduzieren wir das Ganze. Also wenn wir hier jetzt reduzieren, Lambda x.x, ist ja genau wieder das. So, das fällt einfach weg. So, jetzt setzen wir hier für Lambda t das alles ein. Denn wir haben ja hier als Parameter t stehen. Also da verändert sich an für sich an der Reduktions-a, es ändert sich gar nichts. Es passiert halt einfach nur, dass wir hier jetzt mit True und False umgehen, wie wir gerade Bock drauf haben. So, jetzt reduzieren wir das nächste, was außen steht, nämlich hier Lambda f. Ja, Lambda f kommt hier, also f kommt hier nirgends vor. Dieses Lambda f ist ein anderes f, bitte, das ist wichtig. Das heißt, wir setzen das hier ein und es passiert einfach nichts. Es fällt nur das hier weg. Dann können wir die Klammer löschen. Und was steht hier? Lambda true. Lambda false. True. So. Und das ist ja logischerweise true. Das hatten wir hier oben so definiert. Das heißt, wenn wir hier zweimal true haben, dann kommt true raus. Und ansonsten sage ich jetzt, zeige ich euch gerade nochmal. Sagen wir einfach ein einziges Mal ist false. Die anderen zwei Fälle, also false und false. Und True False dürft ihr gerne mal selber ausprobieren. Entschuldigt bitte. So, jetzt nehmen wir das hier und probieren das Ganze nochmal aus. Also hier steht jetzt statt True False, ja, hier dieses F. Gut, zweiter Fall. Ja, jetzt setzen wir hier für True ein, also Lambda T. Dafür setzen wir diesen Parameter ein. Naja, wir suchen und suchen, aber wir finden kein t. Das heißt, dieses Lambda t hier fällt weg, ohne dass was passiert ist. Und dann setzen wir für Lambda f.f, setzen wir das hier ein. Und dann steht hier false. Eigentlich eine einfache Sache. Ja. Und an für sich nicht übel, würde ich mal so behaupten. Ja, das logische Oder ist ein bisschen schwieriger darzustellen. Mal gucken, ob ich das noch mache in dem Video. Ansonsten dürft ihr da einfach mal selber da recherchieren. Aber ich denke, sowas müsstet ihr so oder so in der Klausur gegeben kriegen und dann die Reduktion einfach selber durchführen. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Ciao, ciao.